Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um einen Smoothie. Wir haben jetzt, oder wir sind in der Frühlingszeit und wir machen einen Frühlingssmoothie. Ich habe jetzt da frische Erdbeeren gekauft und wir machen jetzt einen Erdbeer-Kiwi-Smoothie. Und wie der Smoothie geht, zeige ich euch. Aber eins noch, wenn euch der Kanal gefällt, gebt mal ein Abo. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert es auch, da würde ich mich natürlich auch freuen. Dann let's go! Für den Erdbeer-Kiwi-Smoothie brauchen wir 300 Gramm Erdbeeren, ca. 200 ml Wasser, je nachdem wie dick die Konsistenz sein sollte, vor dem Smoothie. Dann brauchen wir noch 2 Kiwi, 250 Gramm Joghurt, eine Banane und 1 Esslöffel Honig. Als erstes schälen wir die Banane und schneiden sie in kleine Stücke. Dann geben wir sie in den Mixer. Als nächstes schälen wir die Kiwi und schneiden sie ebenfalls in kleine Stücke und geben sie in den Mixer. Für die Garnitur schneiden wir 2 Scheiben runter und geben sie auf die Seite. Im Anschluss können wir 2 schöne Erdbeeren auf die Seite geben, für die Garnitur. Die restlichen 300 Gramm Erdbeeren schneiden wir klein und geben sie ebenfalls in den Mixer. Da mein Mixer zu klein ist, geben wir jetzt die 100 ml Wasser dazu und mixen die Früchte. Wenn die Früchte gemixt sind, geben wir den Honig dazu und mixen das Ganze nochmal durch. Jetzt gebe ich die gemixten Früchte in eine Schüssel und gebe das Joghurt dazu und rühre es mit einem Schneebesen durch. Zum Schluss überprüfen wir noch die Konsistenz. Wenn es zu dickflüssig sein sollte, geben wir das restliche Wasser dazu. Abschmecken können wir es auch gleich. Falls es zu wenig süß sein sollte, könnt ihr gerne noch Honig dazugeben. Nun können wir auch schon den Smoothie abfüllen und dekorieren. So könnte man die Smoothies servieren. Ja Leute, das war der Erdbeer-Kiwi-Smoothie. Eigentlich ganz einfach zum Machen. Und das habe ich neu gekauft. Die Strohhalme, Metallstrohhalme, die habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr die haben wollt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!